So, unser Ziel ist es nun heute in der Folge hier rauszukommen. Lex, OP. Ah, lieber die Knarre. Okay, wir haben gerade starke Lags irgendwie im Spiel. Voll seltsam. Okay, wir sind im Wohnzimmer. Oh, was haben wir denn jetzt, Leute? Was ist das denn? Warum leckt das denn jetzt so hart, das Spiel gerade? Da brauchen wir drei Köpfe. Wir gehen mal dran. Okay, erstmal wieder erkunden. Eine Pflanze, Schießpulver. Die haben ein Riesenhaus, ist mir gerade aufgefallen. So, guckt euch das Haus mal an. Geht mir das auf den Sack hier, das Telefon. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Okay, das heißt, das ist die Tochter. Und mal klar. Leute, ich will dieses Spiel gar nicht spielen, ne? Ich spiele das nur wegen euch. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howard und der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Sache nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Kollegstudentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste, von Mrs. Midkiff fehlt seit nach dem 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nichts was? Nicht Sehenhafte. Man geht von bis dito mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Ja, dann würde ich mich aber langsam mal Gedanken machen und vielleicht diesen halben Wald hier abbrennen und vielleicht würde dann einer auch mal dieses Haus finden. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von anderen durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Ja, hier musst du alles aufstocken. Am besten läufst du hier mit einem GSG 9-Einheit durch. Da hinten. Ach so, ich brauche etwas, das wie ein Vogel aussieht. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Nochmal. Ja, ich habe aber nichts, das wie ein Vogel aussieht. Da ist ja die Omi. Na, wir schießen die lieber mal nicht. Das. Vor allem, wie ist die denn die Treppe hochgekommen? Aber die macht gerade, glaube ich, eh nichts. Hoffe ich. Okay, ich habe die Schrotflinte.
Ach, wie geil. Wenn wir die Schrotflinte nehmen, barrikadiert sich die Tür. Andererseits finde ich sie eigentlich sehr gemütlich. Ansonsten kann uns eigentlich hier doch der Irre gar nicht mehr finden. Wir können auch hier bleiben, Leute. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Wenn einer hier reinkommt, den fetzen wir einfach weg vom Fenster. Toll, das heißt, wir müssen irgendwie irgendwas haben, was als Gegengewicht fungiert. Scheiße. Puh, okay, hier unten ist nichts. Wir brauchen was, was wie ein Vogel aussieht. Die alte Oma sitzt da oben in ihrem Rollstühlchen. Was ich persönlich ein bisschen creepy finde, aber. Evelyn. Wow, die Tür sieht irgendwie merkwürdig aus. Passt nicht zu diesem Schloss. Hier passt ja nichts zu irgendeinem Schloss. Der einzige Weg führt ja jetzt nur noch in den Raum. An der Oma vorbei. Vielleicht können wir die ja aufschlitzen. Warum kann ich die Alte denn jetzt nicht abmurksen? Ey, was ist das denn hier alles, ey? Oh, der Motherfucker-Mutti ist da. Aber sie ist draußen, das heißt, sie ist schon mal nicht hier drinne. Nur, wo läuft die rum? Ich möchte mal ganz kurz nur schauen, wohin sie läuft. Das ist hier. Ah, genau. Wir sind wieder im Haus drin, ne? Ich habe 6 Schuss. Jetzt ist die Frage, wie viel Schuss brauche ich? Safe ist safe, Leute. Was sind das jetzt für Patronen? Schrotmunition, sehr gut. Ich kann aber auch mal ein neues Pack hier wieder herstellen. Sehr schön. Okay, sehr gut. Aber ich nehme erstmal das Messer lieber. Denn nicht, dass wir aus Schreck losschießen wie irre auf irgendwelche. Aha, wir können hier auch direkt runter. Das heißt, hier wird höchstwahrscheinlich gleich jemand kommen, damit wir hier auch abhauen können direkt. Boah. Was eine Plörre. Das Problem an der ganzen Geschichte finde ich ja nur, ist das Speichern.
noch mehr Munition. Die Frage ist, wer weiß, wann wir das nächste Mal hier hinkommen. Eine Holzstatue, sehr gut. Die kann man mitnehmen. Die wird auch wahrscheinlich so schwer sein wie... Naja, gut, was das genau... Vielleicht ist die ja so schwer, dass ich sie da reinstellen kann, um die Schrotflinte zu bekommen. Es leckt wieder. Oh ne, ich wusste es ja nicht. Höllische Sachen nicht. Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe. Ja. Kurz speichern, Leute, kurz speichern. Wenn er nämlich jetzt hier reinkommen würde, wüsste ich, dass dieses Spiel, selbst wenn er mich nicht mehr sieht, mich verfolgt. Und das wäre blöd. Aber wenn der jetzt doch wieder da ist, werde ich ihm, glaube ich, ins Gesicht schießen, gleich mal ganz kurz. Nein, das passt hier nicht. Scheiße. Das war jetzt so mein Plan, dass das vielleicht passt. Aber... Der Irre ist ja wenigstens auch wieder weg. Scheiße. Das war jetzt so mein Trick 17. Ah, natürlich. Omi wurde natürlich wieder... Hab dich gefunden! Warum rennt er so langsam? Oh, lauf doch schneller. Du bist jetzt Teil der Familie. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch immer hinter mir ist, aber... Geil! Ich habe den ersten Hundekopf. Boah, Leute. Ja,
Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Ey, mir geht die Pumpe so hart, ne? Ich bin so froh, wenn die Folge rum ist, ey. Vor allem, ich krieg den auch nicht weggelappt. Der stirbt einfach nicht. Oh, ich kann dich riechen. Ja, scheiß drauf. Also Leute, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel weiterspielen kann. Wo ist mein kleiner Ethan? Ich habe da richtig Probleme, komischerweise, dieses Spiel zu spielen. Es ist wirklich grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Also es ist wirklich, es sieht vielleicht gar nicht so krass mega aus, aber es ist wirklich, wirklich hart. Die Frage ist, wo ist der? Dauert nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um. What the fuck? Jetzt können wir ja sehen, wie gut das Spiel wirklich ist. Boah, Leute, Leute, wenn der uns sieht, ey. Der geht doch nicht mal raus jetzt, ne? Ist das eine verkackte NPC wieder oder was? Maul, halt einfach Maul! Jetzt leckt der Scheiß wieder. Was ist los hier? Hallo? Ja, wie sagt man so schön? Einmal Familie, immer Familie. Tja, okay, Problem ist, kannst jetzt mal wieder gehen, weil jetzt sehe ich ja, wenn er da runterkommt, dann renne ich schnell in diesen Raum rein, ist mir kackegal.
kein Weg hier raus, weißt du? Hä, hey, wo ist der? Aber ich weiß nicht, warum das so krasse Lagging-Probleme gerade hat, das Game. Obwohl. Ja, doch, wartet. Habt ihr es gesehen? Wenn ich das nämlich hier so drehe. Das ist es. Bäm, Leute! Wer baut diesen Mist? Keine Ahnung wer, aber ich hoffe, da ist ein Speicherstand. Aber geil, ne? Da war das, dieses Holzding. Das war nicht dafür. Und stellt mir vor, ich habe jetzt wirklich eigentlich nur mehr oder weniger geraten. Wenn ich ehrlich bin. Genau. Genau genommen ist die Frage, wer baut so einen Mist, richtig? Das hier sieht ja mehr nach so einer Chiller-Lounge aus. Kraut. Die Frage ist, kommen wir hier nochmal zurück hin? Warum gibt es hier nirgendwo einen Speicherstand wieder? Meine Ehefrau war vorgestern der 12. Leider war die Frau nichts, also wurde sie beseitigt. Sozio, Kollektstudentin, sie sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. Obdachloser Mann in 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Aha. Die betreiben hier irgendwelche kranken Spielchen. Ja, gut. Die lasse ich dann mal wieder da. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich... Also wenn hier Kinder wohnen, dann herzlichen Glückwunsch. Liegt da eine dicke Gatling? Geil, aber leider muss ich jetzt anscheinend doch geradeaus hier durch. Und das Problem ist, dass hier hätte, finde ich, aber wirklich mal ein Speicherpunkt liegen können. Wirklich eine liegen können. Ganz ehrlich, weil jetzt wird es langsam Zeit wegen dem Abspeichern. Oder hier. Was zum... Warum kann ich denn diese misseligen Viecher nie kaputt machen? Das nervt ja richtig. Aber ich betäub den jetzt mal ganz kurz. Ja.
Speicherstand, Leute. Speicherstand. Speicherstand. Okay, und Zed ist der Overgame, Alter. Ohne Scheiß, Leute. Das ist so ein krankes Game. Vor allen Dingen, ihr pendelt euch quasi von Stück zu Stück zu Stück weiter. Boah. Aber ich brauche immer noch den Gegenstand, um quasi, wir sind jetzt hier im Save Point, um quasi brauche ich den Gegenstand, damit wir die Schrotflinte bekommen. Wir müssen noch zwei Köpfe finden, damit wir die Tür aufkriegen für draußen. Um endlich zu Mama zu kommen wahrscheinlich. Und was noch krank ist, ist halt, dass du, wie gesagt, Schrotflinte müssen wir noch holen. Das ist halt blöd, dass wir zurück müssen. Und wir müssen natürlich die Tür auch wieder raus. Aber hier geht es anscheinend jetzt als einziges weiter, wo wir auch dann die letzten zwei Köpfe finden werden wahrscheinlich. Aber das sind halt bis jetzt eigentlich nur Gegnermassen, die man nicht töten kann. Und das finde ich halt ein bisschen, vielleicht kann man diese Substanz, die gerade entgegenkam, töten. Aber ich bin da mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob da, ob wir das Ding auch platt machen können. Und von daher, oh, 12 mal Pistolen Monet, das lassen wir erstmal. Und von daher, irgendwas stimmt hier mit mir nicht. Muss an dem Mist liegen, dass sie mir reinwirken. Wenn ich schon drauf gehen muss, dann will ich zumindest in so einem Kampf untergehen. Ich werde mit mir Flinte schnappen, die ich im Freizeitraum gesehen habe. Die werden noch bereuen, dass sie mir angetan haben. Nette Worte, aber ach, wir können hier jetzt endlich mal wieder ein paar Sachen reinlegen. Ich denke, wir legen mal hier diese Münzen rein. Tja, Schießpulver, was weiß ich denn, ob wir das brauchen. Wer weiß, wann wir da nochmal jemals drankommen sonst. Das lassen wir mal, weil hier haben wir noch einen Kassettenrekorder. Aber das war's erstmal von der Folge her. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Obwohl, ich könnte das Zeug ja auch mir schnappen, oder? Ich lasse es mal offen liegen lieber. Und dann sage ich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ey, da muss ich erstmal drauf klarkommen. Wann die sein wird, weiß ich noch nicht genau, aber zeitnah auf jeden Fall, Leute. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Seht ihr, ich bin schon total neben der Spur wegen dem Scheißspiel. Und wenn ihr Bock habt und weiter Sachen sehen wollt, geschweige denn auf meinem Kanal überhaupt bleiben wollt, dann klickt doch einfach auf den Abo-Button, der immer wieder in den Videos zum Schluss eingeblendet wird. Würde mir sehr helfen und würde mich auch sehr freuen, wenn ich einfach eine größere Community hätte zum Schluss. Und vielen Dank auf jeden Fall. Bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal.